Hallo und herzliches Willkommen zu einer Folge CSGO mit Bex. Das letzte Video von uns ist mittlerweile schon über einen Monat her. Und dafür möchte ich mich erstmal entschuldigen. Ihr habt uns in der Zeit ganz, ganz viel supportet. Vielen Dank dafür. Wir haben mittlerweile 37 Abonnenten. Eine unfassbar große Zahl für mich. Ich freue mich sehr, dass unsere Videos so gut bei euch ankommen. Und wir werden in der Zukunft natürlich auch weitermachen. Macht euch da keine Sorgen. Wir hatten jetzt leider sehr viel Probleme mit der Technik, mit der Zeit. Das hat alles leider nicht so ganz funktioniert. Ich habe mich ein bisschen verbessert, wie ihr seht. Ich bin jetzt mittlerweile Meisterwächter Elite oder Doppel-AK. Und ich möchte heute mit euch einfach mal so ein bisschen auf den Community-Server joinen und da das eine oder andere Spielchen machen. Wir springen direkt mal rein. Bis gleich. Viel Spaß. Und da sind wir schon auf einem Climb-Server. Ich habe das noch nie gespielt. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. Aber zuerst einmal schaut euch dieses wunderschöne Messer an. Ich glaube, das war der Start. Wo bin ich hier? Okay, ich glaube, ich habe es rausgefunden. Mein Herz. Okay, das ist so eine Art Labyrinth anscheinend. Aber ich möchte noch ein bisschen mehr mit euch reden. Und zwar... Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Nein! Ich bin wieder beim Checkpoint. Ist das euer Ernst? Okay. Sekunde. Da sind wir schon wieder. Und zwar möchte ich ein bisschen mit euch über das reden, was jetzt in Zukunft kommen wird. Das wird sein... Ich glaube, ich muss da rechts um die Ecke. Fuck, ja, ich hätte da drauf gemusst. Ja, spring mal vor. Spring mal vor. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Oh, ich kann Checkpoints setzen. Nein! Ich bin wieder beim Checkpoint. Ich bin wieder beim Checkpoint. Checkpoint. Ich hab's verstanden. Also, in Zukunft möchte ich mehr solche Sachen machen. Ich finde, Counter-Strike bietet so viele coole Mods. Sowas wie anscheinend Climb oder Surfing. Das habe ich früher sehr exzessiv betrieben. Also neben dem Competitive-Spiel gibt es hier so viele coole Sachen, die sich Leute überlegt haben. Und die möchte ich einfach mal auf dem Kanal präsentieren, weil ich glaube, davon gibt es noch nicht so viel. Nein, Mann! Ach, und ich habe schon wieder kein Checkpoint gesetzt. Also ich möchte auf jeden Fall unregelmäßig Videos hochladen, wo ich solche Counter-Strike-Mods spiele. Oder coole Maps auf jeden Fall. Wo ich ein bisschen Surfe, ein bisschen Bunnyhop mache, ein bisschen Climb spiele, sowas halt. Dann möchte ich auf jeden Fall Overwatch hochladen. Weil das habe ich jetzt freigeschaltet. Dadurch, dass ich noch ein paar Spiele gewonnen habe. Ich muss gerade ein bisschen überlegen, wo ich hinspringe. Ich mache hier mal Checkpoint. Huch, das war nichts. Aha.
Sag mir bitte jetzt nicht. Ich muss das machen, was ich denke, was ich machen muss. Muss ich da jetzt durch? Nee. Was machst du? Wo bist du hingesprungen? Ah, okay. Kann ich auch. Checkpoint. Und jetzt? Oh Gott. Oh Gott. Ah. Okay. Ah. Okay. Let's do this. Wie hat er das gemacht? Geschafft. Checkpoint. Also ich möchte dann noch Overwatch machen. Ich glaube, ich habe so ein bisschen den roten Faden verloren. Overwatch, CSGO Casual, also Community Server. CSGO Wettkampf natürlich. Da werde ich aber leider nicht mit dem Jonas wahrscheinlich aufnehmen, außer ich mache mir noch einen Smurf-Account. Mal schauen. Und dann möchte ich noch irgendwas Cooles machen, was es absolut noch gar nicht gibt. Das möchte, glaube ich, jeder. Dann möchte ich noch Case Openings machen. Und das war's eigentlich. Also wenn ihr noch Wünsche habt, schreibt mir sie in die Kommentare. So, und jetzt möchte ich die Map zu Ende machen erstmal. Übrigens, es sind ganz schön viele Leute hier drauf. 14 Leute. 14 Leute. An einem Freitagabend. Geschafft. Ich habe es geschafft. Bis hierhin habe ich es geschafft. Okay, aber ich glaube, an dieser Stelle beenden wir die Folge. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bedanken dafür, dass ihr uns so unfassbar krass unterstützt. 37 Abonnenten. Mein Herz geht auf. Und obwohl wir so wenig geliefert haben in den letzten Wochen und Tagen. Vielen Dank dafür. Ihr habt gehört, ein bisschen zerstückelt, was es noch alles kommen wird. Ich hoffe, ihr habt Bock darauf. Wir haben auf jeden Fall Bock darauf. Und lasst mir bitte einen Kommentar da. Und wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, lasst mir einen Daumen nach oben da. Euer Bex, bis zum nächsten Mal. Ciao.